Hi Leute, seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Und zwar habe ich jetzt schon wieder 5 Milliarden auf meinem Konto. Ja, um genau zu sein, 5,2 Milliarden. Ja, also ich würde sagen, ich laufe jetzt mal zu meinem neuen Auto. Das habe ich mir jetzt schon aufgetunt. Und zwar, ja, bin ich jetzt wieder mal einfach so aus dem Nichts reich. Also, es hieß ja bei Loot4 Games, dass die Bestellung ein bisschen länger dauern würde. Und ja, das war jetzt auch so. Also es hat jetzt mehrere Monate gedauert, bis ich das Geld wieder drauf hatte. Also in dem Punkt muss ich wirklich sagen, es ist ziemlich cool gemacht. Wenn man halt gebannt wird oder so, kriegt man kostenlos einfach so einen neuen Account. Ohne, dass man jetzt nochmal explizit echtes Geld oder so nachbezahlen muss. Weil die eigentlich sagen, dass die Chance sehr gering ist, dass man gebannt wird. Was aber leider nicht so richtig stimmt. Und ja, das heißt, ich bin jetzt nicht mehr pleite. Ich habe sogar einfach so 3 Milliarden drauf bekommen. Ja, keine Ahnung. 2 Milliarden oder so. Oh, das wird eine nicht so schöne Landung. Jedenfalls, ich finde 2 Milliarden hätten auch gereicht, weil die kann man eh nie komplett ausgeben. Ich kann halt wirklich jeden Müll einfach so kaufen, wenn ich Lust drauf habe. Aber ja, ich will mich auch nicht beklagen, dass ich jetzt einfach 5,2 Milliarden habe. Ist natürlich auch jetzt nicht schlecht. Aber auf jeden Fall habe ich mir schon diesen Audi hier gekauft. Also keine Ahnung, ich denke mal, der soll an den Audi RS6 angelehnt sein oder so. Aber auf jeden Fall habe ich mir den schon richtig geil aufgetunt. Das ist jetzt auch erstmal, ja, mein Hauptfahrzeug geworden. Ich finde, der sieht auch richtig geil aus. Hier mit diesen Canards noch an der Seite und so. Und ja, jedenfalls habe ich mir gedacht, ich muss es ja auch mal ein bisschen ausnutzen, dass ich so viel Geld habe. Und hier ist vielleicht nicht die beste Stelle, um hier einfach rumzustehen. Deswegen fahre ich mal irgendwo anders hin. Ja, hier ist halt diese Brücke. Ja, hab natürlich auch die beste Hupe reingemacht und so. Und mir ist richtig aufgefallen, dass es mittlerweile richtig viele Tuning-Möglichkeiten gibt. Das ist eigentlich voll geil, so kann man mit einer Hand fahren, wenn man hupt. Ja, und die Hupe wird ja auch schneller, wenn man schneller fährt, was ich richtig geil finde. Aber es lohnt sich nicht wirklich 90.000 für eine Hupe auszugeben, wenn man nicht das Geld unbedingt hat. Aber ja, was ich jedenfalls sagen wollte, ist, es gibt seit diesem neuen Tuners-Update, es gibt ja in GTA immer ein Sommer- und ein Winter-Update, und seit diesem Tuners-Update im Sommer jetzt, gibt es so viele geile neue Tuning-Möglichkeiten. Man kann die Tachofarbe selbst anpassen. Obwohl das meiner Meinung nach jetzt nicht so geil ist, weil das ist dann irgendwie extrem dunkel, das Tacho. Aber man kann selbst die Sitze anpassen, die Ausstellungsfarbe. Ja, die habe ich jetzt mal weiß gemacht, weil ich finde, das sieht irgendwie geil aus einfach. Dann passt es auch zu diesem Design. Und ja, man kann das Auto halt richtig verändern jetzt. So ein Gefühl, kein Auto sieht dann mehr gleich aus. Aber jedenfalls werde ich euch jetzt mal zeigen, was ich eigentlich jetzt vorhabe in diesem Video. Und zwar muss ich das auch gleich mal ein bisschen ausnutzen, dass ich halt jetzt so viel Geld habe. Also ich habe mir jetzt auch schon mal hier eine Basis gekauft. Ja, die habe ich nur gebraucht, um Mokos zu nerven, weil ich eine Orbitalkanone abgefeuert habe. Ja, genau, hier die... hier die Basis besitze ich gerade. Die habe ich mir natürlich mit Vollausstattung gekauft und alles. Und die Orbitalkanone ist auch übelst krass. Da kann man den Spieler einfach so mit einer gefühlten 100% Chance umbringen. Aber dafür kostet ein Schuss 750.000. Ist aber eigentlich echt geil gemacht. Und ja, jedenfalls, was ich jetzt vorhabe, ich würde sehr gerne mir wieder mal einen Hangar kaufen. Kann man sich da unten... Ja, genau, hier kann man sich auch zwei Hangar kaufen. Also A17, Hangar 1... Ja, aber das sind halt beides, ja, die sind zwar schön weit unten in der Stadt und so. Weil das irgendwie vielleicht cool wäre, aber ich will eigentlich wieder den in der Militärbasis haben. Kann man zwar keine Challenges mehr machen, weil man dann keine Sterne mehr bekommt und so. Aber müssen die anderen halt auch einen Hangar haben. Und ich würde sagen, ich kaufe mir einfach wieder diesen ganz, ganz breiten Hangar da, damit ich wirklich das Beste draus machen kann dann. So sieht eigentlich auch geil aus. Ich habe mir immer, ich glaube, ich habe es mir immer so geholt. Gelb wäre auch mal wild irgendwie. Oder auch so. Na, ich glaube, ich mache mal rot. Das ist mal was ganz anderes. Oder einfach komplett weiß, dann kommen die Flugzeuge zur Geltung. Das mache ich mal jetzt. Beleuchtung. Kann ja die Beleuchtung wenigstens noch anpassen. Oh, das sieht krass aus. So mache ich die Beleuchtung. Dein Bodendesign. Keine Ahnung. So ist schön geordnet. Ich glaube, ich mache so. Büroeinrichtung. Natürlich modern. Versteht sich. Wohnbereich mache ich natürlich auch modern. Und Werkstatt natürlich hinzufügen, weil dann kann ich nämlich gleich das machen, was ich vorhab. 5,6 Millionen habe ich bezahlt jetzt. Okay, passt auf jeden Fall. Setzen wir direkt mal einen Wegpunkt hin. Oh. We're in business, baby. Wait. Who's that? Someone's here. Get over here quick. Get to the hangar. I need to show you some things. Okay, der Ron hat mich mal wieder angerufen. Ja.
Ist jetzt auch nichts Neues mehr für mich. Ich hatte mir jetzt schon öfter mal den Hangar gekauft, als ich gebannt wurde wieder. Damals habe ich mir den sogar noch gekauft, als er 50% im Sale war eigentlich. Und ich muss sagen, es ist eine ganz schön weite Strecke. Knapp 10 Kilometer ist echt nicht wenig. Ja, jedenfalls kann ich das, was ich vorhabe, jetzt auch direkt nochmal machen. Nämlich das gefühlt sinnloseste, was man sich überhaupt kaufen kann im ganzen Spiel, ist der P996 Laser. Der kostet gediegene 6,5 Millionen und man findet den einfach so in der Militärbasis. Aber es ist halt wirklich einfach nur, wenn man zu viel Geld hat eigentlich. Ja, das steht auch hier in der Beschreibung. Wer erinnert sich nicht an sein erstes Mal? Es kommt einem vor, als wäre es erst gestern gewesen. Ja, weil man schon so oft den Jet halt geklaut hat und ich habe ihn jetzt auch mal direkt gekauft. Ja, okay, wird demnächst bei Pegasus verfügbar sein. Okay, cool, dann werde ich sagen, fahren wir auf jeden Fall mal zur Militärbasis. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt. Nämlich, das Einzige, was man, glaube ich, verändern kann, ist die Lackierung. Und es ist halt dein eigener. Das ist das Einzige, was man verändern kann für 6,5 Millionen. Also es ist wirklich einfach nur eine Demonstration des puren Reichtums, die man sich da wirklich kauft. Ja, aber das Auto gefällt mir jedenfalls richtig gut, so wie ich es aufgetunt habe. Durch die ganzen Tuning-Möglichkeiten ist halt bisschen mehr draus geworden, als ich eigentlich wollte. Ja, also vor allem vorne sieht man das deutlich. Aber ich finde auch von hinten sieht er richtig geil aus. Also vor allem durch den blauen Auspuff noch und so und der Rest ist halt weiß. Und auch das mit der Innenausstattung ist eigentlich echt geil, dass man das jetzt ändern kann. Das ist mit einer der geilsten Neuerungen, finde ich. Und sogar das Lenkrad kann man mittlerweile ändern und alles. Das haben die echt cool gemacht. Und ja, ich bin jetzt schon vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob ich hier außen irgendwie hinkomme. Hier ist irgendwo ein Heli, den ich aber nicht sehen kann. Oder ist das einfach nur... Ah, da ist er. Ein Cargo-Bob fliegt da lang, tatsächlich. Ja, stimmt, hier ist ja auch ein Eingang, das habe ich ganz vergessen. Das heißt, wir sollten hier auch entspannt reinkommen. Ja, auf jeden Fall habe ich hier auch schwarzen Reifenqualm dran gemacht. Und ich finde manchmal, der könnte ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Wobei, es geht eigentlich, wenn man so auf einer Stelle fährt. Okay, es ist schon sehr viel und auch sehr dunkler Reifenqualm. Okay, also will ich mich eigentlich nicht beschweren. Sieht schon eigentlich echt geil aus. Was mich richtig triggert, ist, dass man die Schranken in GTA immer fast anfahren muss, damit die aufgehen. Ja, aber jedenfalls komme ich jetzt einfach so rein, ohne dass ich irgendwie abgeschossen werde oder so. Haben die eigentlich echt cool gemacht. Und hier ist auch schon mein großer Hangar. Da hinten ist der. Genau, das ist jetzt mein Hangar. Okay, dann würde ich sagen, gucke ich mal, was mich erwartet. Ja, okay, ich kann nicht mit einem Fahrzeug reinfahren, entspann dich. Was ich auch erstmal machen sollte, ist vielleicht dieses Fahrzeug einfordern bei Pegasus. Weil ich habe gerade schon die Nachricht bekommen, dass mein Laserjet jetzt da ist. Flugzeug. Was habe ich eigentlich schon? Spezialfahrzeug. Hä? Was? Gab's das schon immer? Ist das neu? Hä? Das ist ja richtig geil. Kann ich jetzt einfach ein Taxi anfordern oder irgendein Sonderfahrzeug? Das ist ja übel geil gemacht. Okay, das gucke ich mir auf jeden Fall später mal an. Aber finde ich auf jeden Fall cool, was die jetzt alles hinzugefügt haben im Spiel. Das ist echt nicht schlecht so. Ich hätte auch mit dem Auto hinfahren können. Achso, das ist jetzt meiner, okay. Ja, das sieht halt ganz normal Standard aus jetzt bisher. Deswegen nichts Besonderes, aber ich würde sagen, ich fahre mal damit in den Hangar rein. Allein die Animation, wie der da reinklettert, finde ich übelst geil. Ja, okay, da steht mein Auto jetzt leider ein bisschen im Weg. Achso, eh. Ist auf jeden Fall echt geil, dass man den halt lackieren kann. Es lohnt sich zwar nicht dafür 6,5 Millionen auszugeben, aber ja. Ist schon in Ordnung. Achso, jetzt kommt erstmal noch eine Cutscene. Ja, doch, der moderne Stil gefällt mir schon sehr gut. Ehrlich gesagt. Trying to kill me? Oh God, no! Oh, oh, you're my new partner. You bought into the place. You're late. What kept you? Yeah, well, it's too late. Ah, that bastard Trev. My best friend? Oh, he's supposed to protect me forever? Then he goes all Vinewood on me. He's too important for Ron now. But he's a guru. He's a lifestyle coach. I don't know what he is. I bet he's got abs. Oh. I am so alone. I just
shot two government agents in the head. I mean, I hope they're government agents. I'm screwed. We're screwed. Where's that mechanic? Oh, I mean, that's the only reason I let them in. Because I thought it was gonna be him. Oh, who's that? Hey, boss. Hey, boss! Oh, hey, boss, is that what I get? Well, you're getting a sandwich, I'm getting killed. These two people came to kill me. Not him. He's your new boss. Well, a co-boss with me. This is Charlie. He was in the Air Force. He was accused of a crime he didn't commit. Innocent mistake. Planes crash. He was the fall guy. You know how the deep state is. Charlie, get to work. Ignore the corpses. So, anyway, business is good and business is bad. Now that's a problem. On one hand, we've got more orders than we can possibly handle. And on the other, I'll be surprised if we're not killed in the next 48 hours. Come on, let me give you a tour. Then I can deal with this mess while you get to work. It's really pretty obvious. Okay, now, this is the office where equal partners, you, senior partner, run the business. Now, this is the computer. It's very secure. We lose this, we're all dead men. This is where the jobs come through. Yeah? So you can check it out? Okay? Okay, let's move on. Up here is where you can sleep if you want to. It's very comfortable, and it's clean. It's pretty clean. I mean, it's been cleaned at least once. Come on. Now back here is where we store cargo. Now nothing too dodgy. Mostly untaxed cigarettes, stolen pharmaceuticals, and industrial chemicals. But we'll run pretty much anything. Now back there is where you can store any aircraft that you haven't left out here on the main floor. Got plenty of room. I think we can probably take all the planes we'd need. But then, I've never had more than one. And over there's where Charlie works. Hey, Charlie! Ah! You'll like Charlie. He's boring, but he's good. He can really make aircraft fly. That's not what I mean. I mean, he can make aircrafts fly better. You should try him out. His work is amazing. Give me a hand with these bodies. But, oh, I better dump these at sea. Then I got a little radio thing, but I'll be in touch. I am so glad you're here. You're the best friend I've had, and I mean that. Don't let me down! Ja, irgendwie ein ganz schöner Psycho, muss ich sagen. Aber das hier anzusehen ist wirklich traurig. Das Einzige, was man ändern kann, ist die Lackierung. Also, ganz ehrlich, die hätten sich schon noch irgendwas anders ausdenken können. Also, jetzt mal ernsthaft. Die Lackierung ist halt wirklich das Einzige, was man ändern kann. Junge, Chrom, sieht irgendwie krass aus. Aber es ist so dunkel und langweilig, das ist halt auch nicht so geil. Keine Ahnung, es gefällt mir auch nicht. Davon mal abgesehen, weiß ich auch nicht, ob ich Matt nehme oder so. Oh, Crew-Farbe sieht auch krass aus. Aber ich hätte gern was richtig Glänzendes, so Gold oder so, das wäre schon geil. Okay, Metallic sieht aber auf jeden Fall schon mal besser aus. Hier so Lavarot. Oh, Lavarot sieht schon richtig krass aus zum Beispiel. Kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Oder Orange. Nee, aber das ist Hellorange, wenn dann schon. Hellorange ist richtig geil. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Limettengrün, nee. Nicht so cool. Ja, die Farben sehen schon echt krass aus. Okay, ja, Limetten. Nee, nicht Limettengrün. Lavarot war das Geile. So, Metalle. Pures Gold, gebürstetes Gold. Ja, ist kaum ein Unterschied halt. Aber ich muss sagen, das kommt nicht so gut zur Geltung. Ich denke, da werde ich mir mal schon Lavarot oder so nehmen. Oder was war die andere Farbe? Orange? Hellorange. Ich glaube, ich werde Hellorange nehmen. Für 9000 kann man machen, wenn man 5 Milliarden hat. Okay, jetzt werde ich mal gucken, was ich so als Perleffekt überhaupt nehme. Sekundärfarbe würde ich erstmal machen, vielleicht sogar. Ich weiß nicht, was da jetzt am besten passen würde. Es soll schon irgendwie anders aussehen. So blau oder so. Nee, sieht aber auch nicht so geil aus. Eigentlich wäre schwarz sogar vielleicht am besten. Ich glaube, ich werde Lavarot nehmen. Lavarot sieht gut aus. Können wir nehmen. Und dann können wir bei der Primärfarbe. Ja, bei der Primärfarbe können wir jetzt noch den Perleffekt draufknallen. Es soll auf jeden Fall schon ein geiler Perleffekt sein.
Boah, was ist das? Limettengrün. Richtig geil. Sieht echt schon nice aus. Oder auch ultrablau. Aber das geht dann wieder in eine ganz andere Richtung, aber es sieht geil aus. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht nehmen, leider. Ja, nee, ich glaube, es wäre am sinnvollsten, einfach das zu lassen, was wir schon haben. Ja, es sieht halt am hell, das lassen wir auf jeden Fall. Was geht jetzt? Luftfahrzeugwerkstatt verlassen. Okay, aber es ist auf jeden Fall richtig geil jetzt. Also es ist schon geil. Aber das Einzige, was ich halt damit sagen will, ist, es lohnt sich nicht für den Preis. Vor allem, weil man nicht mal irgendwas an den Waffen machen kann. Das ist halt echt schon sehr low. Aber der Jet ist halt echt geil und vor allem übelst schnell und wendig und alles. Und man kann schon viel geiles Zeug damit anstellen. Aber es ist auf jeden Fall schon ein echt geiles Fahrzeug und es gefällt mir echt sehr gut. Ja, jetzt habe ich einfach meinen eigenen Jet, der mir eigentlich im Grunde auch nichts bringt, außer halt für den Flex. Genauso wie das goldene Flugzeug, was es auch gibt. Was ich mir vielleicht auch mal irgendwann kaufen werde in der Folge. Okay, man ist auf jeden Fall schon sehr schnell mit dem Jet unterwegs. Es gibt, glaube ich, auch nur wenige Flugzeuge, die wirklich schneller sind. Okay, ich glaube, das wäre jetzt nicht so sinnvoll auf den Cargo-Bob. Ach komm, egal. Jetzt habe ich mir leider 2 Sterne geholt. Aber das Ding ist, 2 Sterne jucken einen in der Luft halt eh so null einfach. Selbst 5 Sterne wird man in der Luft halt eigentlich so easy los, ist das Ding. Deswegen ist es schon irgendwie geil, einen eigenen Jet zu haben. Und ich würde sagen, ich probiere mal, ob ich hier irgendwo landen kann mit dem. Einfach so in den Bergen. Ja, das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Butter, weiche Landung. Okay, vielleicht doch nicht. Alter, bleib doch mal stehen. Okay, vielleicht ist die Landung doch nicht so butterweich. Ah. Okay, das hat ihn, glaube ich... ja, das war jetzt nicht so geplant. Ja, auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, ich bestelle mir jetzt mal wieder mein Fahrzeug. Und zwar meinen geilen Audi. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Ja, im nächsten Video werde ich mir dann vielleicht mal eine Yacht kaufen oder so. Oder vielleicht auch irgendwas anderes, krasses, teures. Vielleicht ein Penthouse oder so. Also ich habe schon ein paar Ideen, was ich mir gerne kaufen würde. Aber dann hoffe ich mal, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Und ciao, Leute.